lässt uns sofort alle wieder runter! Geht es allen gut? Flurry, das war sehr, sehr böse. Du hättest jemanden verletzen können. Oh, Flurry, ich wollte doch nicht... Süße, komm, hab keine Angst. Hey, ich bin's, Süße. Du hast Angst vor mir, weil ich dich angeschrien hab. Wie ein großer, böser Bär. Flurry, es tut mir so leid. Ich war eine ganz schreckliche Tante. Du wolltest nur mit mir spielen. Aber ich hab dir keine Aufmerksamkeit geschenkt. Nichts davon ist deine Schuld. Es ist meine. So viel dazu, die allerbeste Tante zu sein. Aber ich hoffe, du weißt, wie sehr ich dich liebe. Oh, dann kannst du mir also verzeihen? Danke, Flurry. Komm, wir gehen nach Hause. Aber zuerst suchen wir natürlich Weini. Und räum auf. Das Bild erinnert mich an Flurrys Frisur. Aha. Und das hier erinnert mich auch an Flurry. Wie das denn? Es ist klein. Wie sie. Oh, ich kann das nicht mehr aushalten. Spirit, es war toll hier, aber... Nein, sag nichts. Meine Kunst hat mich immer erspüren lassen, was ich liebe. Aber dass meine Kunst dir gesagt hat, was du liebst, gibt mir so viel. Was? Geh zu ihr. Flurry, wo ist unser kleines Fohlen? Oh, wir haben dich so sehr vermisst. Aber wie es aussieht, hattest du auch ohne uns eine Menge Spaß. Eigentlich nicht so wirklich. Flurry hat viel Ärger gemacht. Aber es war nicht ihre Schuld. Bei meinem vollen Terminplan hätte ich nicht auf sie aufpassen dürfen. Es war zu viel auf einmal. Aber Flurry hat mir etwas sehr Wichtiges beigebracht. Wie sich zeigt, ist man nicht die allerbeste Tante, wenn man viel Zeit mit seiner Nichte verbringt, sondern wenn man die Zeit mit ihr nutzt. Und sie hat mir ein tolles Bärenspiel beigebracht. Also habe ich heute zwei Dinge gelernt. Naja, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn wir dich früher gefragt hätten. Ja, von jetzt an sagen wir dir lange vorher Bescheid. Oh, das wäre toll. Hey, was machst du nächsten Dienstag? Ein Abendessen, nicht zum Babysitten. Ich frage erstmal Spike, aber ich glaube, wir haben Zeit. Wo ist Spike überhaupt? Und der schneidige Drachenkrieger pustete eine glühende Flamme aus seiner Schnauze, kicherte vor sich hin und flog in den Sonnenuntergang. Wenn du die Hitze nicht erträgst, kämpf nicht gegen einen Drachen. Hey, du siehst ja aus wie er. Dankeschön. Okay, wer will ein Stück Kuchen? Ja! 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 Ja!